Beate, hallo und herzlich willkommen hier auf FS1 und auch hier im Rockhaus. Wir sind nämlich heute schon das zweite Mal mit unserem mobilen Studio in den heiligen Hallen des Kapuzinerbergs und zwar zu einem sehr speziellen Anlass und zwar zum Local Heroes. Und zwar nicht nur das, sondern es ist ja heute auch ein spezielles Local Heroes und dazu begrüße ich gleich meine Gäste heute. Das ist Michael Mött und Wolfgang Deschow. Hallo, grüß euch. Jetzt fange ich mal, mit wem fange ich jetzt an? Mit dem Michael fange ich an. Es ist nämlich so, das Special heute ist ja Rockhaus. Ziemlich speziell. Ja, das ist eigentlich total speziell. Ja. Also das muss man mal gesagt haben. Mhm. Es ist insofern speziell, es ist eine Kooperation vom Rockhaus und Late Hour Music. Genau. Deinem oder beziehungsweise eurem Studio. Was ist dein Studio jetzt eigentlich? Seit wann macht ihr das eigentlich schon? Also es ist nicht mein Studio. Oder euer Studio. Genau. Also das Studio von meinem Bruder, der macht das schon seit über 13, 14 Jahren und arbeitet mit jungen Künstlern aus Salzburg zusammen. Und ja, wir haben eine Musikproduktion zu Hause, wir haben ein Verlagswesen seit kurzem, labelmäßig gut unterwegs und schauen, was wir das Ganze jetzt auf die nächste Stufe hieven, quasi ein bisschen professioneller betreiben. Und heute hieft sie das auf die genau, Bühne des Rockhaus. Quasi. Das heißt, der Anspruch quasi beim Late Hour Music Studio, wie sagt man das? Late Hour Studio darf man sagen. Late Hour Studio darf genau. man sagen, sehr gut. Ausschließlich Salzburger Musiker? Nein, nein, nein. Nicht. Wir haben auch Künstler wie DJ Ötzi aus dem schönen Tirol oder Nick P. aus Kärnten. Oder auch nicht natürlich schlecht. Hip-Hop-Acts aus Amerika, also quer durch die Bank. Alles klar, aber auch mit Fokus auf Salzburg. Genau. Das ja auch im Rockhaus beim Local Heroes immer sehr präsent ist. Wolfgang, wie ist es jetzt eigentlich zu dieser Kooperation gekommen? Es ist so, dass der Aufstieg der Salzburger Musikszene inzwischen wirklich bekannt ist. Und da hat mit dazu beigetragen, dass der Harry das Studio gemacht hat und sich wirklich intensiv mit jungen Salzburger Band auseinandergesetzt hat, die produziert hat und damit weitergebracht hat. Ich habe früher immer gesagt, in Salzburg fehlt es ein bisschen am Rundherum. Wir haben jetzt das Rockhaus mit Proberäumen und mit Auftrittsmöglichkeiten, aber im Managementbereich, im Labelbereich und so war es zu wenig. Dann ist vor allem die Studioszene, ich meine nicht nur der Harry, aber doch einige haben da sich intensiver mit der Salzburger Musikszene befasst. Und wenn ich mir die letzten Extraordinaries anschaue, die letzten 5, 6 Jahre, das sind immer mindestens 5, 6 Produktionen vom Harry da. Und jetzt, wo sie sich erweitert haben und wir gerne mit ihnen zusammenarbeiten, war einfach sehr naheliegend. Wenn ich so viele gute Künstler habe, die nur dazu aus Salzburg kommen, dann machen wir doch gemeinsam eine Labelnacht. Und es gibt ja bei den Local Heroes auch die Local Heroes Special, wo man eben bei bestimmten Anlässen das ein bisschen ummoduliert, als wie wenn wir es sonst machen, wenn eben 4 Bands pro Abend spielen. Das gibt es natürlich weiterhin, aber heute, glaube ich, wird es ein sehr toller Abend. Wir haben das erste Mal 2 Bühnen im Saal. Das ist wirklich ein Novum. Und von den Künstlern her kann man sich einfach wirklich einen ganz tollen Abend erwarten. Wie du sagst, mir ist es auch schon aufgefallen, wie oft irgendwo der Name Harald oder Michael Mört draufstehen. Und auch heute wird es so sein, du hast schon gesagt, wir sind heute auf 2 Bühnen, auf der großen und auf der kleinen hier. Michael, was sind das jetzt für eine Bands von euch? Wer kommt da? Ist das jetzt Salzburgs Finest, die ihr da unter Anführungszeichen geschickt habt? Quasi, du sagst das. Ja, starten da mal mit Lake Blue. Das ist quasi ein Teammitglied von Late Hour Music. Das ist die Julia, die ist unsere Praktikantin derzeit noch. Die macht heute ihre erste Show. Das ist ein Singer-Songwriter-Partie. Dann haben wir auf der Bühne Manchester Snow. Langjährige Kunden und Freunde von Late Hour Music sind schon lange dabei. Ein bisschen Indie-Rock. Dann haben wir unten die Gary Plus Me. Ist auch eher so Singer-Songwriter-Minimal-Geschichte. Dann starten wir oben mit ein bisschen Trap-Rap, also komplett ganz was anderes. Mit C Black. Ziemliches Trap-Rap-Talent, würde ich sagen. War nicht der Beste in Österreich. Dann mit dem Dame, Chartstürmer, also sowieso den, mit dem arbeitet der Harry, glaube ich, schon seit 8 Jahren zusammen, seit dass er erste Produktion rausgebracht hat. Dann natürlich die genialen Please Madam, die gerade super Album released haben und gerade auf Deutschland-Tour waren. Dann haben wir unten nur The More The Less, beste Freund von meinem Bruder, auch jahrelang schon dabei. Ist quasi, wir sind ja eigentlich aus Oberösterreich, aus dem wunderschönen Lochen am See. Und das ist der Tobias natürlich auch. Das heißt, wir bringen natürlich schon Qualität mit. Von Lochen natürlich, am See. Natürlich. Das klingt nach großem. Ja. Aber eben, wie du es gesagt hast, das ist eigentlich erstens eine so tolle Mischung ja. und auch langjährige
Freunde inzwischen auch von euch. Ja, super. Offiziell sagen wir Freundschaften. Ist ja heute wieder Late Hour Stammtisch heute, das ist genau. Sehr schön. Bist du eigentlich jetzt nur, unter Anführungszeichen, Studioproduzent oder bist du da immer hinter dem Mischpult oder bist du auch mal auf der Bühne? Ich bin eher so grundsätzlich der, was die Buchhaltung macht. Okay, gut, das muss auch gemacht werden, ja. Naja, schon Musiker. Ja. Also jetzt Late Hour technisch ist natürlich der Harry, der Chief, der was die Regler draht, der Zauberer. Ich schaue das rundherum quasi, so ist ein bisschen passt. Alles klar, das heißt, das ergänzt sich dann eigentlich eh ganz genau. Gut. Super, ja, ich bin jetzt schon gespannt, weil du jetzt gerade die Bands aufgezählt hast, die werden heute ja alle auf der einen oder der anderen Bühne genau. Zu sehen sein. Wolfgang, wie schaut es aus? Wird es solche Special-Kooperationen in Zukunft öfters geben? Und wenn ja, kannst du da schon was dazu sagen? Ja, natürlich, das ist heute die zweite. Die erste war die Album-Release von Please Madam. Das war das erste Localio-Special. Das ist das zweite und es wird immer wieder und sehr regelmäßig passieren. Hängt natürlich von der Initiative der Salzburger Musiker und Musikerinnen ab, dass sie diese Möglichkeit ergreifen. Weil wir gehen zwar gern hin und geben einen Anstoß, so wie es da beim Harry gemacht hat, war das nicht irgendwas Tolles. Aber es muss schon die Initiative dann von den Betroffenen ausgehen. Und da sind wir dann sehr gerne bereit, das aufzugreifen und dann was durchzuführen, so wie wir das heute machen. Und es sind auch schon wieder Anfragen da. Also ich bin für den Herbst durchaus zuversichtlich. Aber es ist auch mit dem normalen Lokalios-Programm kein Problem, diese zu befüllen, ganz im Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, da wird der Ansturm wahrscheinlich eh groß sein, ja. Aber dann freuen wir uns auf weitere Specials. Dann sage ich euch zwei Danke. Ich wünsche euch und auch uns einen großartigen Abend und den wünsche ich auch euch. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Liebe Leute, wir sind schon wieder zurück und ich habe mir gleich die nächsten zwei Gäste geschnappt und zwar sind das Julia aka Lake Blue und Niklas von Manchester Snow. Hallo, grüß euch. Hallo. Jetzt muss ich gleich mal, Julia, mit dir anfangen. Ich muss nämlich sagen, ich habe heute den Bandnamen das erste Mal gehört. Das stimmt, ja. Lake Blue, ich weiß nur, du bist aus dem Lungau. Ja, das stimmt. Das ist das Einzige. Was machst du für Musik? Was ist das für ein Projekt? Im Endeffekt ist es ziemlich melancholisch und akustisch und eigentlich mit Loopstation. Nur heute nicht, leider. Die Loopstation wollte am Soundcheck irgendwie nicht mehr und deswegen heute mal nur akustisch. Aber ja, im Endeffekt geht es viel um Traumaverarbeitung in meinen Liedern. Okay. Wie alt ist das Projekt jetzt schon? Noch eher neu? Oder? Sehr neu. Also in meinen Gedanken sehr alt, aber eigentlich sehr neu, ja. Okay, also heute, kann man sagen, Premiere im Rockhaus? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja schön. ganz anders, keine Premiere im Rockhaus haben heute Manchester Snow. Niklas, ihr wart ja schon des Öfteren. Hier. Mhm, ein paar Mal. Hin und wieder, wir haben uns auch schon hin und wieder mal gesehen. Also, kann passieren. Ja, vom Segen kennen wir uns ja. Was macht ihr eigentlich so? Wir haben jetzt vor längerer Zeit einmal gesprochen, aber das ist doch wieder ein paar Wochen, Monate aus. Wo treibt ihr euch rum? Wir waren jetzt gerade seit Jänner, ist unser Album rausgekommen, Out of the Woods. Und seitdem waren wir irgendwie durch Österreich und ein bisschen Bayern unterwegs, eigentlich jetzt Wochenend. Und jetzt schließt sich irgendwie der Kreis und wir kommen wieder heim. Und ist zur Labelnacht sauschein. Also perfekter Anlass, um nach Hause zu kommen und genau. Out of the Woods zu kommen. Ich muss, jetzt den Albumtitel einbauen. Es ist heute Late Hour Music Night in Kooperation mit dem Rockhaus. Wie ist das jetzt für euch, so quasi Studiokollegen, ist das dann so wie ein erweiterter Klassenausflug so in die Richtung? Bist du? ja, immer Klassenausflug. Also ich bin ja eigentlich Lake Blue aka die Praktikantin. Ja. Ich arbeite ja so manchmal im Late-Hour-Studio. Das ergibt sich ja super, also da ist es ja fast, da muss man ja fast Musiker eigentlich. Ja, naja, ich bin doch noch eher Tontechnikerin, aber ich versuche mich live jetzt auch. Und es ist voll schön, wenn man so kommt und beim Soundcheck so alle Leute kennt und jeder umarmt sie und jeder hat sie irgendwie gern und es ist voll die coole Atmosphäre, das ist schon cool, das ist wirklich so wie ein Klassenausflug, ich will es gar nicht sagen, aber doch, ja. Also trifft es dann doch, das ist ja sehr cool. Wie geht es da euch? Ist das auch ja, ähnlich, also es ist umso schöner, vor allem es, im Studio sieht man sie irgendwie, hat man sie fast jeden Tag oder jedes Wochenende dann gesehen und irgendwie 24/7 irgendwie Gas geben. Und dann, ja, jetzt auf einmal im April, man sieht sie dann unter der Zeit eigentlich nicht. Also ich habe die Julia seit Jänner nicht mehr gesehen und dann ist es umso schöner, wenn sie dann
an so einem Abend, dass man sich wieder sieht. Und es ist echt so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Familientreffen ist besser. Familientreffen, stimmt. Nennen wir es Familientreffen. Also Konzerte unter Freunden, das ist ja immer ganz, genau, ganz, ja, schön. Ja, dann, Julia, du bist heute quasi das erste Mal im Rockhaus auf der Bühne. Wie wird sich das denn gestalten? Du allein mit Gitarre? Ich, ja, genau. Also wirklich so. Eigentlich eben mit Loopstation. Wie gesagt, beim Soundcheck hat die Loopstation entschieden, dass sie heute nicht mitspielt. Ich habe meine Lieder generell eigentlich ziemlich so auf Loop aufgebaut, auf Wiederholung, und mache das jetzt halt eigentlich einfach nur wirklich raw und versuche trotzdem irgendwie die Message umzubringen. Ich hoffe, es gelingt mir. Und ich glaube, dass ich ziemlich nervös sein werde, ganz ehrlich. Wir sind auf alle Fälle schon mal sehr gespannt. Ihr seid ja dann eh bald auf der Bühne zu sehen. Genau. Niklas, wie wird es bei Manchester Snow? Was gibt es heute von Manchester Snow? Best of oder so würde ich das nennen. Na, keine Ahnung. Das Beste. Irgendwie die. Nein, ich weiß nicht, ob man das Beste sagen kann. Nein, 30 Minuten Vollgas und ja. Heute müssen wir uns zusammenreißen, weil heute sind ganz andere gute Acts dabei und vor allem. Die kennen alle unsere Songs, das heißt, halt ist blöd. Halt ist blöd, wenn man sich verspielt. Ja, ja, dann hat man doch halt das ganze blöde Gerede. Das ist, ja, es ist. Also, ich will mich da jetzt nicht stressen, aber. Das haben wir so oder so. Ja. Es ist heute eine Kooperation, also Local Heroes Rockers kooperiert ja mit Late Hour. Ich werde heute eine Fragerunde machen. Was sollte denn die nächste Rockers-Kooperation sein? Was würdet ihr euch wünschen? Thematisch? Fang du an. Vielleicht mit jemandem? Kooperation. Wenn man sagt, was wird das nächste Rockers Local Heroes Special? Mit dem Landestheater. Ich sage jetzt einfach irgendwo Schrägs. Super. Ich will nicht Werbung machen, aber mit dem Studiengang MMA vielleicht. Das ist großartig. Wir werden nämlich heute Ideen sammeln, ja, und dann schauen wir mal, was es wird. Aber dann sage ich vielen herzlichen Dank, Niklas und Julia. Ihr müsst jetzt eh gleich auf die Bühne. Es gibt ja heute derer zwei. Euch wünsche ich jetzt viel Vergnügen mit den beiden Konzerten, viel Spaß und ja, bleibt dran! And her dream.
Shoulders
out goes. Grüß euch. Diese Manchester Snow. Die nächste Nummer. Ich glaube, wir sind zum Tanzen. Deswegen werfen wir die zwei, drei Reihen da vorne auf, gleich noch geführt werden. Und für die nächste. Thank you.
Parker Lake Blue zu spielen. Ja, wir haben, warum sind wir da oder wie auch immer? Wir haben in den letzten zwei Jahren ein Album aufgenommen. Mit Harry, mit Michi und dem ganzen, mit, ich würde sagen, mit dem besten Label, mit dem besten Leid Salzburgs. Wie lange war dieses Fenster? Und das ist im Jänner rausgekommen, nennt sie Out of the Woods. Und ja, jetzt sind wir mal quer nach Österreich gefahren, ein bisschen Bayern. Jetzt sind wir wieder daheim und was gibt Jenners? Daheim sei bei der Labelnacht. Ja, voll schön. Und jetzt haben wir einen Durst und die nächste Woche ist Bonfire. Thank you.
Drums, das war ein sehr gutes Ausspiel. Wir haben seit Charge immer wieder Zeit. Wir haben niemand noch Salzburg gebracht. Aber mir ist auch die Maschen gut. Okay, verlabern wir wieder. Merchandise gibt's draußen. Den haben wir gerade sehr schön aufgebaut noch. Ich weiß nicht, ob mittlerweile Merchandise von anderen Bands auch zu dort zu haben ist. Auf jeden Fall gibt's dort unser Album, das seit Jänner draußen ist, wo es uns sehr freuen würde, wenn sie es mir mitnimmt. Kriegt das signiert. Und es gibt Leiberl und Jutebeutel mit unserer schönen Glühbirne. Würde uns sehr freuen. Young Blood. Yeah.
gleich kuscheln. Okay, eine ganz schnell. Danke, wir sind Manchester Snow. Viel Spaß mit allen anderen. Please, Melon, Kupian, Kupian, viel Spaß.